The Burn Conspiracy. Wer ist Robert Ludlum? Robert Ludlum ist der Autor von dem Buch The Burn Conspiracy. Denn dieses Spiel richtet sich nicht nach den Filmen, sondern nach den Büchern. Sagen sie zumindest, was dann spätestens dann komisch aussieht, wenn diese, ich glaube die Botschaft war, dass die man im ersten Teil gesehen hat, wo Matt Damon reingesinkt ist. Die sieht hier ganz genauso aus und der hat auch die gleichen Art von Rucksack und sowas. Also das ist fast identisch, nur dass der Charakter anders aussieht. Die Wahrheit ist nämlich, dass Matt Damon sich dann, ich glaube, recht spontan dazu entschlossen hat, nicht mitzumachen, weil das Spiel ihm zu brutal wurde. Und dann haben sie gesagt, okay, dann lassen wir den Charakter einfach random aussehen und das ist dann das Buch und nicht mehr die Filme. Ich glaube, so war's. Es ist nicht ein bisschen heuchlerisch, bei so einem doch brutalen Film mitzumachen und dann zu sagen, das Spiel ist mir zu brutal? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass es bestätigt war, dass es der Grund war oder ob es nur ein Gerücht war. Aber ich habe auf jeden Fall mal was in diesem Zusammenhang gelesen. Ich habe das Spiel gespielt, Tom nicht. Und es ist ein sehr kurzes Spiel, aber mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Born 15073. Your cover is blown. Wambosi's leaving port in an hour. He sent an assassin named O'Connor to kill you. You have to leave tonight. Tonight wasn't the plan. Wambosi wasn't part of the plan either. That's why we sent you. What's wrong? Nothing. Just a headache. So take an aspirin and get moving. Radio wants you in position. Yes, sir. Sieht ein bisschen aus wie Nathans Bruder. Stimmt. Hat sowas. Gott, die Schwarzhörner auf unserem Fernseher sind so kacke. Ja, das sollten wir mal... Oh, sie sieht viel besser aus. Also das ist jetzt, wenn ich mich recht erinnere, vor den Ereignissen des Films, weil da wird der ja in dem Wasser gefunden, was man gerade schon gesehen hat. Ja. Und ich glaube, das ist halt der Weg dahin. Weil wer sich erinnert, der Matt Damon war da um so ein, ich weiß nicht, war das ein Krimineller? Halt dieses, den Typen, den man gerade da gesehen hat, den er sich da in der seinen Files angeguckt hat. Und den müssen wir, glaube ich, auch noch töten, Wombosi. Aber irgendein anderer Agent, O'Connor, will es daran hindern. Oder so. Oder so. Ey, hast du eigentlich Mastercard schon mal benutzt, Tom? Ich habe jetzt so einen Drang dazu. Ich frage mich, es erzählt aber dann trotzdem im Endeffekt die gleiche Geschichte, oder? Ja. Oh. Ja, light, heavy. Voltage-Block, okay. Oh. Und es hat sehr coole Animationen gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Also die Kämpfe sahen wirklich schön aus. Leider gab es nicht allzu viele Animationen, wenn ich mich auch recht erinnere. Oh, und hier ein bisschen hackelig kommt. Es gab sie, ja, vielleicht waren es einfach die Exekutionen, die ich meine. Es gab also nicht Exekutionen, ich weiß nicht, ob es Exekutionen waren, aber die Finisher-Moves zumindest. Es gab irgendwelche Finisher-Moves. Wir kloppen uns hier gerade in den Schatten. Aua. Oh, very nice. Ragdoll. Ja. Du hast aber gerade sogar eine Wunde am Kopf, die hat sich jetzt wieder schnell geheilt. Press right to use Matt Damon Instinct to find objects of interest. Hast du ja nicht gemacht, ne? Ist das... Links auf der Map, was angezeigt. Ach ja. Ja. Ist das Spiel nach Splinter Cell Conviction rausgekommen? Weißt du das noch? Nee, weiß ich nicht. 2009 kann es, glaube ich, sein. Ich glaube, es war vor. Aber das ist auch gar nicht mal so... Ah, genau, da ist das. Was? When at least one tier of adrenaline is filled, you can press B to perform a takedown. Die sind ziemlich awesome. Weil die, da ist dann auch wichtig, was so in der Nähe ist. Das heißt, da habe ich immer geguckt, dass ich neben irgendwelchen Gegenständen bin. Was schon auf den Sack kommt. Ja, gut ist ja, dass man das ihm ansieht. Ja. Oh, stimmt, das sehe ich auch. Das ist krass sogar. Ach Gott. Mich erinnern die Animationen ehrlich gesagt so ein bisschen an Enter the Matrix. Die waren auch so sehr schnell und hackelig. B. Ah, da war's gerade. Bei ihm kannst du. Warte, geh mal zum Stuhl. Jetzt. Die wird's unten angezeigt, wenn da was in der Nähe ist, glaube ich. Au! Yep. Ja, aber den Stuhl hat er jetzt nicht benutzt. Nee, aber das wurde dir auch gerade nicht angezeigt. Kommt der her? Dort. Jetzt habe ich ja schon wieder platt gemacht. Nee. Also, und da, wo jetzt der Radar ist, ist dann so ein B-Zeichen manchmal. Also, jetzt gerade hast du es eh nicht gefüllt. Jetzt? Ja. Ah. Yep. Okay. Ja, nice job. Das sieht mal aus wie ein Kampf, der gerade passiert ist. Ja. Außerdem, warum habe ich keine Waffe? Das ist dumm. Das sieht aus wie die Bahn in Uncharted 3 vom Anfang.
für dich. Sehr ähnlich. Ja, aber dazu muss man sagen, die Bar aus Uncharted 3 war halt auch einfach eine Bar. Ja, aber so vom Layout sieht die auch ähnlich aus. Was läuft da? Ein Testbild. Oder eine Satellitenkamera. Vielleicht bist du gerade beschossen. Ja. Da spielt jemand Call of Duty. So, muss ich überhaupt den? Ja. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Dein Born-Instinkt. Da muss ich immer einmal gucken. Es ist ein recht geskriptetes Spiel auch und viele Quicktime-Events und so. Naja, ich habe mal was Ähnliches gespielt. Und zwar James Bond Bloodstone. Yeah. Bloodstone. Wobei das, glaube ich, schon ein bisschen weniger geskriptet war, oder? Da hat es schon ein bisschen mehr so Freiräume, oder? Ja, aber es war halt trotzdem ultralinearer Third-Person-Shooter mit ein paar Rennspielpassagen und es kam halt von Bizarre Creations. Das hat tatsächlich Spaß gemacht, war halt das mega kurz. Nicht gelesen, oder? Nee. Ja, so zu machen. Weil, das hat sie gesagt, dass du, wenn du das Tor hast, wenn du das jetzt geschafft hättest, weil du hast nicht Y gedrückt, wenn du das geschafft hättest, quasi, wenn du dein Adrenalin aufsparst, hättest du jetzt die zwei oder drei Leute gleichzeitig kaputt machen können. Quicktime-Events weg, ich fasse nicht. Ne, es war nur für einen jetzt. Es ist aber auch. Ich denke immer so, ich habe gar keine Bewegungsfreiheit, wenn es in so eine Perspektive geht, aber kann ja doch. Eigentlich überall hin. Jetzt. Oh, ich will mir gerade irgendwas kaufen. Ich weiß nicht was. Irgendwas muss ich mir kaufen. Kaufen, konsumieren! Am besten Born-Filme. Ja, stimmt. Das sind aber dumme Quicktime-Events, weil es ja überhaupt kein Instant-Feedback oder so. Oh, Framerate. Ah, mein Bein. Wir springen? Ja. Du hast nur noch 2 Minutes. Das passt schon. Um diesen linearen Weg lang zu gehen. Ich hab gerade gesagt, komm, grab that guy's Baton. Also wahrscheinlich muss er erst besiegen, um Entwaffnen zu kennen. Oder du machst das, wenn du gleich den Factor schaffst. Automatisch. Komm, die treffen mich. Versuchen wir alle. Ja, danke schön. Drücke ich ehrlich gesagt schon voll oft und ich will mal Y und X drücken und dann kommt aber nur das X durch. Ja, weil wenn der erste nicht trifft, dann kannst du ja. Ich glaube, den hättest du irgendwie nehmen können. Die Waffe, vielleicht aber auch nicht. Ich will seine Waffe. Das war so unnötig, darüber zu springen. If you have at least one tier of adrenaline, sprint at an enemy while holding B to perform a sprint takedown. Hast aber nicht. Doch, ist wohl. Nice. Das ist schon ganz. Verdammt. Ich muss hier auch gar nicht ran. Doch, klar. Doch. Was ist mir hinterher? Ja. Also das Spiel ist sehr viel... Kamera. Hat mehr Production Values als ich... Oh, ja, sagte er. Und hat mehr Production Values, als ich vermuten würde von so einem Lizenzding, weißt du? Ja. So ging es mir halt So ging es mir halt bei Bloodstone. Ja, ja. War auch tatsächlich sehr ähnlich da. Oh, ist der Bossfight. Mix up your combos and block to be more effective against tougher enemies. Aber Bloodstone war halt so ein richtiger Splinter Cell Conviction-Klon eigentlich. Wow. Was? Ja, denn für einer? Das ist Eddie. Das ist Eddie. Eddie war beim Friseur von Tekken 3. War es Eddie? War Eddie, ne? Eddie war der Capoeira-Typ. Baby Bertha. Wow. Er hält was aus. So. Oh Gott. Und Lichteffekte sind da schön vom Ventilator da oben. Ich muss doch mal den Kampf zum PC dazu bringen. Ich will wissen, was da ist, was er macht. Das ist wirklich Eddie, ey. Oh, A, I. Und zum Fetzer. Oh, jetzt sieht aus wie das Apartment von dem Typen aus Fahrenheit. Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, weil der wo sieht so das denn dann weil der auch so einen ganz kleinen Balkon hatte, wo er dann runterfällt und so. Oh, sehr starkes Glas. Ich wollte ihn auch aus. Kicken.
Eigentlich ist das sehr normales Glas. Hollywood-Glas ist einfach nur ganz schön unrealistisch. Stimmt, ja. Kannst du eigentlich die Tasten halten, um stärkere Angriffe zu machen? Nee, dann kommt einfach gar nichts. Oder? Ach komm. Es ist nicht so ultra responsive, muss ich sagen. Na, ja, ist halt Animation Priority, ne? Das geht nur mit Y scheinbar. Ah, ich versuche gerade mal X zu halten, aber. Ne. Ne. Ja! Boah, da hätten wir gerade auch das Bein brechen können, ey. Das ist ein bisschen wie im Wrestling-Spiel gerade. Nee, im Wrestling-Spiel ist viel schlechter. Okay. So. Und ich glaube, das ist wirklich unresponsive. Also, wenn du, glaube ich, irgendein Spiel für unresponsive, vielleicht musst du mal so ein Wrestling-Spiel spielen. Zumindest habe ich immer das Gefühl, wenn ich spiele. Aber ich bin auch. So, jetzt ich will ihn so, in die Mikrowelle reinkriegen. Dann die anmachen und dann. Ja, genau, dann platzt sein Kopf. Funktioniert das? Wie dieser Typ in dieser riesigen Mikrowellen-Dings da von. Wie heißt dieser Superheldenfilm? Kick-Ass. What? Ja, das war einer der. Ach ja, richtig, der große Mikrowelle. Ich glaube, der eine Typ sagt das nur als Vergleich. Ja, nein, es ist keine Mikrowelle, aber. Das funktioniert so. Nice. Ist der ready for the Quicktime-Events? Ich glaube, ich muss ihn direkt. Ja. Wie springt man? Das hat mir nicht beigebracht, wie ich springe. Ah, ich kann nur darüber. Ja. Okay. Rechts. Ja. Ah. Ja. Das ist so. Eigentlich ist das nur interaktiv als Alibi. Bosses can do takedowns on you. Listen for the sound to indicate it is coming and press the required button. Das ist ein Quick Event. Die ist nie. Da, das ist das. Also, warum man da auf den Sound listen soll, ja. Weiß ich nicht. Oder auch durch den Knopf, der angezeigt wird, Ende. So klingt es, als wäre es irgendwie ausgefeilter. Mann! Du musst erst näher rangehen, wenn du angriffen würdest, glaube ich. Wenn jetzt X drückst, dann müsstest du gerade. Ja, aber ihr greift ja sofort zurück. Mit Y? Ich mache einfach auch gerade einen Kick. Pass auf. So. Yes. Kamera. Baby. Au. Oh. Oh, da gibt es zwei Teile. Oh, jetzt hat irgendwer keinen Fernseher mehr, ne? So eine Scheiße. Du wirst gleich von oben mit dem Glas noch geworfen. Spasten, ich hab gerade Dragon Ball geguckt. Was steht da? Die Front? Die Port. Die Port. Glaube ich. Ja. Der Hafen. Ich ja, kenne, die Port. Ich kenne Französisch. Ich mach noch das Typen, der weiß ja erst keine Dragon Ball gucken, dann machst du dem die Rouladen kaputt, dass du auch noch. Die Rouladen? Dass er nichts mehr sehen kann, da. Weil jetzt auch noch das reflektiert im Fernseher wegen dem Licht von draußen. Also egal, er kann eh keinen Fernseher mehr gucken. Stimmt. Ja, rüber. Oh, ist das sogar eine Delle reingemacht. Hart, ich glaube, das muss wirklich wehtun dann. Kannst du denn versuchen, gleich mal in das Deport reinzuhauen? Nee, hier in die Ventilatoren, Digga. So geht das noch so Sleeping Dogs-mäßig. Sleeping Dogs hatte gute Exekution in der internationalen Version. Ich mach einfach nur diesen einen, weil der halt irgendwie garantiert klappt. Nein! Ja, das war der ich letzte. Wollte gerade machen. Achso. Ja, ich muss ihn nochmal da hinkriegen. Jetzt. Ja! Autsch. Das war's, glaube ich auch. Na, gleich. Eins von nochmal angreifen. Ich habe halt auch nichts mehr. Was? Oder ist das? Das linke ist deine Energie. Ja. Wenn du letztes Jahr mit jedem Angriff auf, geht so schnell. Dein Beben. Mit der vollen Angriff fällt voll auf. Da habe ich Respekt vor, dass sie auch in solchen Situationen eine Kamera finden, die das zeigen kann. Boah, was denn noch alles? Okay, Leuchtreklame muss als nächstes dann, glaube ich. Ja, soll eigentlich keine Energiemaschine, muss man einmal treffen nur noch. Ja. Ja, okay. Na gut. Das ist mal alles, was übrig geblieben ist. Aber kein Blut, ne? Nee, ist ja PG-13 und so.
Eine gibt es ja für irgendwie bei Spielen gar nicht, Fiji zu tun. Ist der Hafen. I know my French.